Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Diesmal wieder in den normalen Zufällengefechten. Und zwar eine kleine Levelrunde mit der Benson. Auch noch nicht so sehr lange im Hafen, das Ding. Rumpf- und Torpedo-Ausbau ist drin. Die Reichweite der Hauptartillerie, nein. Brauche ich aber auch nicht. Das ist ein Torpedoboot. Und von daher reichen mir die 10,5 Kilometer auch. Wichtig ist, dass man mit den Torpedos, wenn sie dann mal treffen, halt auch ein bisschen Schaden machen. Denn schwierig ist es dann schon so ein bisschen. Wir haben hier eine 60 Knoten Torps. Ist jetzt nicht so die schönste Geschichte. Aber ja, man nimmt, was man kriegt. Guck mal, was haben wir denn überhaupt an Radarschiffe? Eine Desmo auf jeden Fall. Plus hier CV. Na gut, ist ja noch okay. Desmoradar ist zwar sehr, sehr unangenehm, aber ein bisschen Glück, er fliegt ja auch, genau. Hätte ja auch woanders rum. Und ich habe hier erstmal meine Ruhe in C. Yogumo hat auf jeden Fall auch noch einen besseren Tarnwert als ich. Ansonsten sollte ich die Öland zuerst sehen. Na gut, na dann, Desmo und Öland bitte irgendwo dabei A und dann habe ich hier erstmal Ruhe. So im Optimalfall wäre das ja so, ne? 9,2 Kilometer Reichweite mit den Torpedos. Dafür müssen wir noch ein bisschen. Oh, jetzt bin ich auch offen. Dank der Yugumo. Siehst du? Oh, mal wie viel Schaden wir hier mit der Hauptbatterie machen können. Das Geile ist ja immer bei den amerikanischen DDs, dass du hier so einen ewig langen Nebel hast, ne? Das macht halt echt Spaß. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Gas. Jetzt hier noch die, genau. Das war halt klar, dass hier noch die Torpedos kommen. So, mit Motorboost ein bisschen schneller versuchen abzubremsen. Und einfach mal die Torpedos raus. Mal gucken, ob die Pommern reinfährt. Oh, siehst du, wie viel Schaden machen die Torpedos hier eigentlich? 16,6. Naja, naja. Ist halt noch nicht so der Oberbringer. Aber dafür sehr agil auf jeden Fall, wie ich jetzt ja auch wieder gerade gemerkt habe. Und ja, 5x1 Hauptgeschütze macht auch Damage. Apropos Damage mit der Haupt. Batterie können ja mal hier ein bisschen auf die Pommern schießen, ne? Wenn die ganze Zeit offen ist. Würde Sinn ergeben. Vielleicht kriegen wir nochmal abgefackelt. Ah, einer. Zwei sollten reingehen. Zumindest einer. Oh, zwei sogar. Na, siehst du. Ist okay. Oh, 37.000 Schaden. Ein Punkt eingenommen. Und ein DD zerstört. Läuft doch schon mal super. So, jetzt haben wir hier wirklich nur die paar Schiffe hier, ne? Gucken wir mal, dass wir hier unsere Leute noch ein bisschen weiter mit unterstützen können. Jetzt noch genau so viel Zeit im Nebel übrig, wie die Torpedos brauchen zum Nachladen. Passt doch super. Jetzt wollen wir gleich den Kurfürsten noch torpediert kriegen. Pommern sollte jetzt mit ein bisschen Glück auch nicht mehr allzu lange überleben. Brennt zumindest auch erstmal noch. Das macht auch gar nicht so wenig Schaden hier, ne? Gucken wir uns dann auch mal in der Gesamtauswertung nochmal an, aber... Damage machst du hier mit der Geschütze. Nur ähnlich wie mit der Benham halt auch, ne? Ist ja klar, eher ein Torpedo-DD. Aber wenn man mal ein bisschen Schaden machen muss, kann, soll, darf, mit den Geschützen, dann kommt da schon ein bisschen was bei rum. Ja, komm, okay. Absolut okay. Gut, genau. Urfürst, den wollen wir mal gehen, dass wir den noch ein bisschen torpediert kriegen. Kann man das schon dauern, wie vorhergesagt. Oh, ein 10er torpedieren bringt natürlich auch schön EP, ne? Das versuchen wir jetzt mal. So, gucken wir mal, dass er jetzt einfach nur weiterfährt. Dann sollten da jetzt auch ein paar Torps reingehen. 10 sind es ja insgesamt, die unterwegs sein können. Das ist schon sehr, sehr gut. Dreht ein, ne? Verdammte Axt. Na, mal schauen. Torpedos sind ja sehr, sehr langsam. Der eine oder andere könnte schon reingehen.
Mal aufpassen hier mit der Hydro vom Kurfürst, merke ich gerade. Ne? Sind jetzt noch 300 Meter Entfernung. Mal ein bisschen Abstand hier hin. Ja, 1, 2. Jo, mal siehst du. Hab 24.000 Damage gemacht. Guck mal, Wassereinbruch kann er nicht reparieren. Dann würde ich sagen, Nebeln bleibt dir offen dank der Alsasch und Attacke. Guck mal, was wir hier nochmal abgefackelt kriegen. Und dann kriegen wir auch den Kurfürsten langsam klein. Boah, schon eine richtig schöne Runde, ey. Wir haben über 112.000 Damage jetzt gemacht. Damit habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet. Womit von rechnet man schon mal, dass man mit einem 8er DD so viel Schaden machen kann? Ist ja doch auch eher die Ausnahme, zumindest bei mir. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass das hier und da auch tatsächlich mal funktioniert. Boah, was komplette gegnerische Team, wenn man sich immer so anguckt, da war auf der I-Linie. Jo, die haben dann eher wenig Bock hier irgendwas zu machen. Malfi hätte mich jetzt tatsächlich beinahe mit dem Blind Shot getroffen haben. Na ja, gut. So, gucken wir mal. Malfi müsste man jetzt aber noch deutlich näher ran. Die Sau kommt hier noch entgegen. Also halbwegs zumindest. Und aber die einzigen Ziele, die ich eventuell noch torpedieren kann. Ansonsten die Georgia da ganz weit hinten. Puh, da werde ich glaube ich nicht mehr rankommen. Na, machen wir, oder? Boost an. Lack ist zur Not aus, falls die Shokaku hier nochmal Hallo sagen mag. Machen wir hier lang. Da sieht man halt, ne? Gerade so das Steuergetriebe. Die sind halt echt agil, die Dinger. Cool. Das macht schon Spaß. Flinks sind sie auch mit dem Motorboost. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geschwindigkeitsfähnchen drauf habe. So aus, wa? Aber gleich mal schauen nach der Runde. So, die Sau kommt tatsächlich in meine Richtung. Einfach mal raus, die Dinger. Ich habe mal ja Glück. So im Winkel natürlich zu torpen eher schwierig. Man versucht ja natürlich eher die Breitseite zu erwischen. Aber das geht halt natürlich nicht immer. Und sich immer in die super Lage und Tor-Position zu bringen, das geht halt auch einfach nicht. Da ist das Risiko mir jetzt auch doch zu hoch, denn einen Fahrfehler zu begehen und aufzugehen, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Na, die Sau, die zwei Salben und ich bin tot. Das geht echt schnell. Und deswegen sollte ich jetzt mal schleunigst jetzt eben. Oh ja, ich mach schon wieder so viel Mist hier, ey. Das meinte ich ja, ne? Man quatscht und macht dann halt irgendwie so viel Blödsinn, dass du dann halt doch ganz schnell aufgehst. Oh, dank dem Motorboost bin ich aber schnell wieder unsichtbar geworden. Konnte die Sau nicht so schnell reagieren. Turmdrehgeschwindigkeit bei der Sau dauert ja auch eine Weile. Davon. Na, komm schon. Ein bisschen Jassim. Na ja, schon da. Okay. So, Runde durch. 131.000. Bin ja mal gespannt, was die Endauswertung jetzt dazu sagt. Oh, das sollte ein bisschen EP bringen. Und das ist das, was man ja will im Levelschiff, ne? Ja, ja, 9,7. Ist doch okay. So, wir haben nur 1,9 Base EP. Alter Falter. Nicht schlecht, der Specht. Hauptbatterie hat 40.000 Schaden gemacht. Kick mal einer an. Und fast so viel wie mit der Torpedo, so. Cool. Das ist echt nicht schlecht. Also so verkehrt ist nämlich die Benson gar nicht, ne? Also, klar. Ausnahmerunde natürlich. Solche Runden hat man nicht immer. Aber wenn man mal bedenkt, dass ich hier auch voll auf Torpedos gegangen bin. Also die Ladezeit runter, die Torpedogeschwindigkeit mühe hoch und die Chancen, Wassereinbruch zu verursachen, auch nochmal hoch.
Dafür sind die Toppies echt langsamer. Und brauchen dann auch ein bisschen, um nachzuladen. Wenn man das hier noch irgendwo sieht. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 61 Knoten bei 9,2. Ist okay für Stufe 8. Natürlich geht es besser, es geht aber auch schlechter. Aber man hat auch gesehen, ne, selbst beim 10er, gut, okay, Kufus hat auch einen sehr schlechten Torpedoschutz, aber man macht auch schon Schaden. Ja, das funktioniert ganz gut. Und bei den Modulen, wie gesagt, immer das gleiche bei mir drin. Also speziell beim Torpedoboot, weil alle anderen Sachen machen halt einfach keinen Sinn. Ne? Wenn will man ja auch irgendwas komplett verstärken und nicht nur so ein bisschen. Das macht irgendwie, ja, keinen Sinn halt, ne? Nun gut, ich würde sagen, eine schöne, kleine, kurze Levelrunde mit der Benson. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, genauso über ein Abo. Alles kann, nichts muss. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.